Hallo und herzlich willkommen zu meiner Ranking Stage Top 14 Games 2022. Wir sind schon die ersten vier Plätze durch und kommen jetzt zu der Top 10. Und wir kommen zu Platz Nummer 10 und meinem Fighting Game des Jahres. Es ist DNF Duel. Wie kommt es, dass ich DNF Duel über King of Fighters 15, über Capcom Fighting Collection setze? Es kann vielleicht daran liegen, dass ich einen großen Bias, also sehr einen großen, sehr große Zugkraft zu 18 habe. Da sind sie die Helden, die dieses Spiel gebaut haben. Aber kein Kampfspiel hat mir dieses Jahr mehr Spaß gemacht, also von den aktuellen. Wie DNF, klar, das ist jetzt ganz einfach hergeleitet, weil das hat halt schon seine Probleme gehabt, weil es präsentiert sich nicht halt wie ein moderner What the. Na, siehst du. Es präsentiert sich halt, also es kam raus und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es war fertig. Ja. Wenn ihr mehr Infos zu DNF sehen wollt, kann ich euch mein Launch Week Stream empfehlen. Oder die anderen King of Fighters, die anderen Videos zu DNF Duel. Es werden auch weitere Folgen. Ah, das reicht nicht so weit. Ja, aber auf jeden Fall, ich wollte jetzt nur mal kurz mal gucken, ob ich es noch kann. Nee, aber auf jeden Fall DNF Duel, da habe ich die beiden Open Betas mitgemacht. Und ja, für alle, die das Video noch nicht geguckt haben oder fragen, was DNF ist. DNF Duel ist ein Fighting Game Ableger von Dungeon Fighter Online, was in Korea mega groß ist, also eines der größten MMO Beat'em Up RPGs auf diesem Planeten. Und jetzt ist in den Westen halt ein Fighting Game rausgekommen mit der Third Strike bzw. Dragon Ball Fighters Engine, nicht der Strife Engine, und entwickelt von 18 unter dem Auftrag von Nexon und Neopel, ist halt DNF Duel rausgekommen, was, wie gesagt, der funnigste Fighter, den wir seit langem wieder bekommen haben, denn es ist so designt wie ein Anfang 2000 Fighting Game. Also es ist OP, alle sind OP, alle haben geiles Zeug, alle ziehen mega krass ab, einfache Steuerung. Und ich will jetzt kein Zubat machen hier. Und ich will jetzt nicht viel zu DNF sagen, außer ja, da gibt es genug Videomaterial auf meinem Kanal. Der Netcode ist überwiegend stabil, man kann es gleichsetzen mit Strife, also wirklich sehr, sehr gut. Manche sagen, es ist besser. Problem, dieses Problem dieses Games ist, ihr seht, die Charaktere, halbes Jahr ist nichts passiert. Alle wollten DLCs, alle scheinen auf DLCs, wie heutzutage halt ein Fighting Game besorgt wird. Der Support war nach dem Launch, ja, es war Radio Silence. Es war wirklich sehr, sehr, sehr still um das Game. Und ich dachte so, okay, ich akzeptiere es, es ist fertig.
ja. Ich dachte so, okay, entweder, und dann kam immer mehr die Rede so, ja, kann das sein, dass Nexon nicht weiß, wie heutzutage Fighting Games supported werden, oder haben sie, wollen sie einfach nicht das Geld geben? Dann um der Zeit, wo Guilty Gear Strive Crossplay ab dem Big Balance Update fertiggestellt hat, wo man jetzt das erste große, ich sag immer noch, Guilty Gear Strive ist eines der großen Fighting Games, ist das erste große Fighting Game mit Crossplay. Du kannst jetzt mit PS4, PS5 und PC spielen, und ab Februar kommt Guilty Gear Strive auf die Box im Game Pass, und die werden sofort auch Crossplay haben, und das Crossplay funktioniert very, very good. Da kann man echt nicht dran mäkeln. Und nachdem sie das Big Balance Update gemacht haben, also so der Tag vor der Street Fighter 6 Closed Beta 2, auf einmal kam eine Ankündigung von Big Balance Update von DNF Duel. Wo ist es? Da ist es. Und ja, und auf einmal Season Pass. Es kommen neue Charaktere hinzu. Ganze vier Stück, wenn ich da. Nee, ganze fünf Stück. Denn Dungeon Fighter Online bietet das auf. Dungeon Fighter Online hat eine wahnsinnig große Riege an Charakteren, die man hier reinbringen kann. Und das würde dem Spiel deutlich gut tun. Und ja, das Problem ist, okay, das Spiel ist an sich auch fast bare bones, denn man kann gegen CPU spielen. Man kann gegen CPU spielen, man hat einen Story-Modus, der wirklich, wirklich, also ich da, also wirklich, also der ist lame as fuck. Also da gibt's ja so viel Lore. Die Präsentation ist halt auch oft das Wichtigste. Also da ist, glaube ich, das letzte hingegangen, also das letzte Geld hingegangen, was da war. Arcade Mode based Survival Mode. Ich finde es toll, dass es einen Survival Mode hat. Es ist sackschwer, hat natürlich seine RPG-Elemente, also ähnlich wie Street Fighter 5 gebaut. Macht mega Spaß. Practice Mode. Der Tutorial Modus ist für jeden Charakter gleich. Also es gibt die Base Tutorials. Ja. Dann gibt es sogar Combo. Also das ist wirklich toll erzählt. Und dann gibt es Challenges, wo du verhältnisweise mit den Charakteren gegen gewisse Situationen dir beigebracht werden. So die Basics. Ja. Und ja, nicht umsonst wird das Spiel als schwierig behandelt. Denn Practice Mode, ja. Training, klar. Nee. Denn das Problem ist, DNF Duel ist ein übertriebenes Combo-Fighting-Game. Und das Schwierigste an dem Spiel ist, seine Ketten zu halten. Wenn die Kette nicht halten kannst und der Gegner kann sich erholen, du kriegst so fett auf die Fresse. Du kriegst sofort auf die Fresse. Nicht God All. God All. Sowas zum Beispiel, ne? Das musst du können. Da ist ein bisschen Timing mit drin. Das ist nicht nur. Ja, das ist nicht Touch of Death. Ach so, ich habe zu viele Kombos gemacht. Ja, okay. Deswegen zieht das irgendwie so ab. Das Ding ist, diese Replay Value ist halt, ich drück nach vorne, macht sie das. Ne? Also. Und drücke ich weit nochmal Dreieck.
geht das ab. Also ich muss natürlich... Naja, und guck mal. Das ist das, was ich meine. Du machst... Ne? Es gibt diese Erholung hier. Ne? Und wenn du das verpasst und da deine Kombos nicht setzen kannst... Na, siehst du? Er kann sich erholen und ja, jetzt würde er vor mir landen und ich würde mega auf die Fresse bekommen. Und das ist das, diese kleine Schwierigkeit hier in diesem Game. Ja, das heißt, man muss mit seinem Charakter. So, das würde er fressen, wenn er nicht sofort blocken könnte. Aber. So, die Touch of Death Combo übrigens, die funktioniert. Ah, guck mal. Habe ich nicht geschafft? Geil. Also. Ah, ich müsste es noch mehr machen. Also. Oh, und das ist jetzt die Touch of Death Combo. Aber es gibt diese Conversion, also graue Energie. Okay. Finde ich schön, dass das der Trainingsmodus sogar zeigt. Ja, das ist die einfachste von allen. Graue Energie kriegst du. Ihr seht das ja, ne? Die kriegt ihr, wenn ich greife. Die kriegt ihr, wenn ich schlage. Aber wenn ich Mana Specials mache. Ja, das ist zum Beispiel eine Base Combo. Ne, über die Hälfte weg. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel. Ah ne. Ich will mal. Das geht zum Beispiel auch. Also wirklich, also das Loose, also das Experimentieren mit den Charakteren, das ist schon wirklich fantastisch. Das. Weil das ist zum Beispiel Timing, ne? Guck mal, da kann er sich zum Beispiel holen, da ist er sicher. Und ja, es gibt die einzige Ausweichmöglichkeit, das haben sie durch den Big Balance Patch jetzt wirklich verbessert. Das hier. Das ist sehr effektiv, aber da muss man auch... Naja, da muss man sehr... Guck mal, das geht zum Beispiel nicht. Ne? Und da würde ich jetzt zum Beispiel mega in die Fresse bekommen. Ne? Aber würde ich das jetzt besser machen? Also das ist jetzt zum Beispiel Ecke, warte. Ich mach mal... Das geht. Ne? Und das habe ich ja nur... Also das weiß ich ja nur, dass das geht. Weil ich das halt trainiert habe. Klar, das Ding ist, man muss da ein bisschen aus der... Also charakterspezifisch... Also das Ding ist auch fair, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was hier... Ich weiß jetzt nicht, was... Naja, zum Beispiel hier. Ich habe jetzt meine graue Energie gecancelt, um mehr Mana wieder zu bekommen. Und die geht jetzt komplett weg. Ne? Und dann...
So, nur um nochmal Comeback zu machen. Guck mal, das geht zum Beispiel nicht, wenn ich slide und direkt den Punch nach vorne mache. Das geht nicht. Ne? Aber wenn ich das mache, hier, ne? Ne, ich muss schon ihn auffangen. Das geht zum Beispiel nicht, ne? Aber... das zum Beispiel. Das kann dir einfach den Arsch kosten. Und das ist so, das sind so Sachen, wo man sagt, ja, das ist die Schwierigkeit von DNF. Ja. Und die Griffe sind relativ schnell, also jetzt nicht so wie schnell wie in Strife, aber die greifen schon. Ne, ich habe hier zum Beispiel... ich habe jetzt zum Beispiel zu langsam gemacht und dann kann sich der Gegner schon erholen. Also, alle haben Buffs bekommen, alle sind mit dabei, also keiner wurde irgendwie genervt oder so. So, hey, nerf den Scheiß, nerf die alle mit den... mit dem Dive, ey, weil der Dive hier... naja, der... wir wissen alle, der Dive ist... nee. Naja, guck mal, er hat sich schon wieder erholen können, weil danach konnte ich nicht nachsetzen. Naja, da sagt das Spiel einfach... klar, da sagt das Spiel einfach so, nee, darfst du nicht. Naja, auf jeden Fall, diese, warte, Controls? Ah, nee, close. Commandless. Zum Beispiel die Commandlist, ziemlich einfach. Man kann die Eingaben angeben, und dann sieht man so, ah, okay, das funktioniert so, ne? Shadow Kick. Naja, das ist der Uppercut, dann kann man auch den Set-Eingabe machen. Mountain Punisher, bam, ne? Hadouken, also unten zum Gegner, Kreis. Ne? Man kann aber auch noch nach vorne. Ich spiele auch mit der einfachen Steuerung. Tornado Kick, bam, 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 ne? Ne, wir wollten noch bei Striker bleiben. Ah, da kann man sogar gucken, okay, was ist hier los? Please refer to description details. No preview. It increases the minimum damage dealt by a single attack. Additionally, when you land or guard an attack, the ability to reduce the opponent's guard gauge is increased. Ja? Striker hat auch einen Plan, wie man gegen den Guard Break machen kann. Ja? Und das ist auch eines jeder Gameplane, die man machen kann, die man aber nicht muss. Ramps up your combo damage, enabling you to inflict high damage, even in the smallest of opportunities. Also sie macht constant high damage und become victorious by landing combos no matter the situation. Ja, das sind die Buffs, die sich aktivieren, wenn du unter 25% Leben bist. Und dann hast du auch dein Special, dein Awakening Skill. Und das ist auch ein Ding, wo man sagt, hey, das ist eine coole Combat-Mechanik, dass das den ganzen Kampf tatsächlich nochmal... ach nee, 30% jetzt mittlerweile. Wo man tatsächlich... ja, da wird sogar schön gezeigt, wie das geht. Dass man da wirklich zeigt, hey, dieses Spiel hat echt viele Mechaniken... bringt den Vibe anscheinend von Dungeon Fighter Online ziemlich gut. Cannot be guarded against while standing. Oh. Hits the opponent even when knock it down. Oh. Also das geht doch. Airwalk. Ah, okay. Also hits the opponent even when knock it down. Okay. Ey, das sind schöne Details mittlerweile. Ja, das sind die MP-Skills, also die MP kosten halt Mana.
das sind die Skills, die sie so drauf hat. Ne? Und dann gibt's halt, also dass die Normal-Controls nicht zeigen, okay, das ist ja bla. Ne? Also die hier. Das sind die normalen Schläge. Ne? Weil Special ist. Ne? Das hätte ich hinbekommen. Schade. Das geht schon nicht mehr, weil er viel zu hoch ist, ne? Also, das sind so Sachen, die man erforschen muss mit seinem Charakter. Naja, die meisten spielen irgendwie so. Ja, guck mal, da kann er sich erholen. Das ist schon viel zu hoch. Und dann, dann bist du wieder gearscht. Das ist nämlich so ein Problem. Und das ist auch Timing, weil wenn ich über den Gegner stehe, dann denkt mein Charakter, ey, du bist hier. Ne? Und dann denkst du dir, ah, okay. Und dann musst du gucken, wie du safe deine Sachen einsetzt. So, über 50% weg. Einfach mal so. Und das ist so, da muss Timing. Da muss das mit Timing mal, weil das geht. Ne, also. Warte. Machen wir das mal so. Da muss Timing rein. Wenn du das einfach so hinterher machst, gehst du vorbei. Ja. Ja, wie gesagt, der Trainingsmodus ist wirklich toll. Auch das Tutorial bereitet dich an sich relativ gut auf das Spiel vor. Game Rules. Ne? It's a brief introduction to rule and match display features. Ne? A first step toward und so weiter. HP Damage, MP. Also es erzählt dir das grundlegende System. Und dann Striker Actions. Striker's Awakening. Und das ist dann das Tutorial. Also die letzten zwei sind dann wirklich charakterspezifisch. Dann, ne? So. Basic Combos. Ja. Das ist die eine Combo, die ich nicht verstehe, warum ich das machen muss. Weil da gibt es einmal so einen dummen Cancel. Dann denke ich mir, muss nicht sein. Aber sonst hätte ich die geschafft. Aber naja. Challenge. Maske Shift in Combos und so. Also. Wir können uns das letzte Mal angucken, was so in diesem Spiel geht. Ne? Also das, was ich da mache, das ist basic. Das ist mein eigener Fighting-Style. Ja, und aber das Spiel gibt dir mal. Es sind Beispiele. Es sind gute Beispiele. Also ich habe noch nie Leute gesehen, die so zocken. Preview-Demo. Und let's go, Alter. Also der Anfang ist anders, aber das Ende läuft auch danach hinaus, dass du dann sie so juggelst. Ne, ja, also.
Ja, ich will da jetzt nicht die Dinger machen, weil das ist halt nicht mein, das ist halt nicht mein Taste. Auf jeden Fall, die Charaktervarianz leicht reicht von, ja, Schießen bis zu Nahkampf, bis zu Gimmicks. Also Gimmick-Charakter, Puppet-Charakter, also wirklich. Die Online-Modi, da muss ich, ich glaube, das ist so das Einzige, wo es sagen würde, da würde ich echt dran mäkeln, dass es nicht direkte Einladung gibt. Das ist typisch dieses Arc-System-Krankheit, dass man da Lobbys hat, wo man Nummern eingibt, wo man sagt, hey, ja, Player-Match, boom. Denkst du dir, hey, wieso kann ich den nicht inviten? Nee, dann machst du einen Room auf, Create Room, ne, und dann machst du am besten, wenn du, keine Randoms haben willst, dann machst du da Nummer fertig und dann findet er die. Und dann kannst du deine Einstellung hier machen. An sich, das geht ziemlich schnell vonstatten. Ranking Match, ich weiß nicht, wie viele Leute das noch online spielen, nach dem Backlash. Und ich muss persönlich sagen, ja, ich habe jetzt mehr Gameplay gezeigt und erklärt, was versucht überzubringen. Weil das ist der Kernaspekt, das ist der Fun-Faktor von dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie krass die Leute das noch heutzutage spielen. Ich hoffe, durch den Season Pass kriegt es einen zweiten Frühling, weil es ist wirklich ein Fun-Action-Fighter. Also es geht um Fun, es geht um Action und das soll knallen und das tut jeder Charakter hier. Der Soundtrack ist ein Banger und ja, ich habe grundlegend Spaß. Es werden auch nach meinen weiteren Street Fighter 6 Closed Beta 2 Videos DNF Sessions mit Beat'em Up Master folgen. Die habe ich letztens nämlich aufgenommen und ich muss persönlich sagen, DNF hat mir am meisten Spaß gemacht, weil die Leute haben sich Gedanken gemacht bei der Steuerung. Bei dem Kampfsystem, was wirklich neu ist, was wirklich einzigartig ist, woran man sich vielleicht stören kann, ist, ja, es gibt wenig Optionen, um aus den Kombos herauszubrechen, aber es ist auch eine Kunst, den Gegner in den Kombos zu halten. Dann plus noch die Mana-Dinger, dass man dann noch canceln kann mit der Conversion. Also es gibt genug Systeme, was den Spielspaßfaktor nochmal erhöht. Es gibt Charaktere, die, die wirklich verschiedener echt nicht sein können, dass sie sich auch mega verschieden spielen, was wirklich sehr gut ist. Es kommen jetzt 5 weitere dazu. Der Big Balance Patch ist wirklich toll gemacht. Es hat nur ziemlich lange gedauert. Ich hoffe, Nexon verschwendet nicht das großartige Talent von A-Ting, weil die haben ein sehr gutes Fighting Game gebaut, was so ganz, ganz gut funktioniert. Und stilsicher und alles ist gewollt, aber ich glaube, der Story-Modus, ich glaube, da hat man was ganz anderes erwartet, ehrlich gesagt. Ja, ich würde sagen, das wär's mit meinem Platz 10 und dem besten Fighting Game of the Year, für mich persönlich. Das war nämlich auch kein starkes Jahr für Fighting Games. King of Fighters 15, ich habe eher King of Fighters 15 oben bei mir gesehen, aber ihr habt ja anscheinend den Rant, also die Probleme, die ich mit King of Fighters 15 habe, verständlich gezeigt. Capcom Fighting Collection, wirklich toll. Und Beat'em Up Master hat auch seit dem Release-Zeitraum auch lange nichts gemacht, aber hat sich das jetzt vor kurzem vergünstigt zu Weihnachten besorgt. Das ist, glaube ich, immer noch im Rabatt oder ist schon vorbei. Und ja, wir werden jetzt in Zukunft ein bisschen mehr DNF-Duo spielen, aber da wird auch ein gewisses andere guter Fighter von SNK wieder zurückkommen. Daher würde ich sagen, ja, das wär's mit meinem Platz Nummer 10. Gehen wir zu Platz Nummer 9. So, kommen wir zu Platz Nummer 9 und zum zweiten Voice of Cards Game The Beast of Burden. Das kam nämlich eine Woche nach God of War Ragnarök raus. Ich finde so schlechtester Zeitpunkt ever, aber das Problem ist, diese Voice of Cards Reihe sieht keiner. Das kriegt kein großes Marketing. Da musst du schon wirklich drüber stolpern. Das Ding ist aber, Beast of Burden hat eine etwas größere Resonanz bekommen als die ersten beiden.
Und ich war auch erstaunt, dass wir noch ein Voice of Cards Game in einem Jahr bekommen. Und ich denke mir so, wie wird die Qualität sein? Ne? Wird die genauso sein wie bei Forsaken Maiden oder so wie bei Isle of the Dragon's Roar? Und ich muss persönlich sagen, Voice of Cards, The Beast of Burden ist von der Reihe her der Beste. Allein musikalisch wieder wirklich sehr schön untermalt, wirklich wunderbar. Das höre ich mir auch sehr gerne an, wie ihr es auch hört hier. Die Titelmelo, den Titel-Theme-Song. Das Besondere an Beast of Burden ist auch eine wirklich hammerernste Geschichte. Das neue Ding ist, neu glaube ich ist es nicht, aber mir kam es so vor, dass das hier das Feature zu viert kämpfen griffiger war und deine Skills sind jetzt Monster. Also die Monster, gegen die du kämpfst, die kannst du sammeln und dann gibt es gewisse Stufen und die kannst du dann als Angriffe benutzen. Du kannst natürlich gucken, was du bekommst, weil unsere Hauptprotagonistin verleiht auch unseren Charakteren die ganzen Skills, weil sie mit ihr wandern, also beziehungsweise sie können auch, manche können die Skills. Kommentar zu diesem Vieh da vorne. Das ist der härteste Bonusboss, gegen den ich je gespielt habe in der Voice of Cards Reihe. Holy moly. Also, wenn ihr eine Herausforderung wollt, das ist euer Ding. Erstmal zu der Übersicht. Ja, das ist unsere Band, mit der gehen wir durch die Gegend. Die Skills sind Monster, wie ich schon gesagt habe. Ihr könnt bis zu 5 Skills ganz normal in jedem Voice of Cards Game. Jeder hat einen Standardangriff. Aber das Feature zusätzlich Dinger machen, also Mana, gibt's nicht. Und zum Beispiel, wenn ich dann 2 Edelsteine habe, also 2 Mana-Steine, dann kann ich den einsetzen. 3 Mana-Steine, 5 Mana-Steine, 6 Mana-Steine. Ne? Und unsere unsere Protagonistin, die hat 2 Phasen. Ne? Ich würde sagen, auch schönes Design. Die Charaktere sind auch, ich sag mal so, sie sind interessanter. Also sie gestalten die ganze Story besser. Es gibt einen Hänger mittendrin. Es gibt da so eine Sequenz, dass das wirklich wie Kaugummi zieht. Aber das Spiel zieht dann auch sofort an. Ich bin jetzt nicht Gott sei Dank hier beim Erdboss, weil ich habe tatsächlich versucht, den Endboss zu machen. Das hat übrigens Teil 2 nicht. Er hat nicht diesen einen Ritter, den man da kaputt machen muss, wie in Isle of Dragon's Roar oder im Bonusboss. Das hat Forsaken Maiden ist nicht. Forsaken Maiden ist geradeaus. Und das hier ist wieder sehr, also die sozusagen die Stärken vom ersten Teil bis hin zu. Ja. Ich wollte nämlich noch einen Kampf demonstrieren. Bis hin zu, ja. Die Stärke des Gameplay. Des Gameplay-Gimmicks hier. Ne? Zum Beispiel er hier, er kann, also man weiß, okay, er ist hier der Mage. Und dann kann er hier erstellen. Warum ich auf einmal so viele Juwelen habe, ist auch, es gibt Charaktere, die permanent Buffs haben. Items, die diese Mana-Edelsteine geben. Und ich kann hier gleich vom Leder ziehen, hier mit dem dicksten, mit der dicksten Karte hier. Das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, weil die gehen gleich drauf. Die Narratorin ist gerade sehr leise. Das ist diesmal eine weibliche Stimme, die wirklich sehr tollen Job macht. Die macht ab und zu auch Witze. Also die Voice of Cards Reihe, die entwickelt sich ziemlich gut. Ich würde auch sagen, wenn ihr ein Voice of Cards Game spielen wollt, ich würde entweder Isle of Dragon's Roar empfehlen oder ganz besonders den. Der hat eine,
Ja, eine simple Story, aber die Charaktere machen das auch wett. Es ist auch sehr düster, sehr ernst. Die Reisemechaniken hier sind wirklich toll. Und ja, rundenbasiertes Kampfsystem ist schon wirklich. The entrance to Steelboro is heavily guarded, so you turn around. They must have increased security after the scene Legol caused. Ja, weil wir hier haben wir krassen Scheiß gemacht. Und da haben wir jetzt kurz mal den Narrator gehört. Kurz zu sagen, Voice of Cards, Beast of Burden, hat wirklich cooles Story. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im letzten. Genau. Also die Reisedinger sind wie in den alten Teilen. Na, wie gesagt, Musik, Untermalung, alles hat wieder so seine Qualitäten, wo ich sage, ja, bitte bleibt so. Bitte haltet das weiter und entwickelt euch von dem Standpunkt weiter aus. Und das hat mir sehr Spaß gemacht. Das ist zum Beispiel ein Titel, den ich, wo ich sage, da werde ich sehr gerne wieder reinspielen. Also das werde ich bestimmt irgendwann mal wieder eher reinschmeißen als The Forsaken Maiden. Scheiße, muss ich da jetzt wieder ganz zurück? Naja, okay. Naja, und ansonsten gibt es auch wieder die Spielhalle. Die Spielhalle ist auch, die dreht auch ordentlich diesmal am Rad. Also alles ist hier härter, schneller, besser. Die besseren Waffen hier, also diese Endwaffen und die Endrüstung hier, die findet man natürlich im letzten Gebiet. Also so ähnlich wie eine Mischung aus Isle of Dragons War und von Forsaken Maiden. Weil Isle of Dragons War, da waren bestimmte Waffen, da musstest du bestimmte Sachen machen. Andere hast du echt im Late Game eher bekommen. Das Tolle ist, wenn du einmal das Spiel durchgehabt hast, also es hat auch nur ein Ende, es hat kein zweites, es gibt kein neues Ende. Das hat wirklich nur Isle of Dragons War, das hat multiple Enden, bis zu 4 Stück. Das hier hat auch ein Ende, also das ist auch straight, aber es ist besser geschrieben. Es hat die besseren Charaktere, es hat ein tolles Gameplay-System mit den Monstern und so. Also das macht schon mega Spaß. Das habe ich auch sehr, das habe ich viel mehr lieber gespielt als Forsaken Maiden. Bei Forsaken Maiden habe ich mich irgendwann gelangweilt gefühlt. Und da muss ich persönlich sagen, da sind die 30 Euro definitiv wert. Und die Story ist es auch. Also ich finde, die Story ist mitreißend, wenn man sich drauf einlässt, natürlich. Das ist halt typische Japano-RPG-Kost, aber persönlich würde ich sagen, Options, genau. Ja, man kann da sonst Dinges. Titelbildschirm, ja. Man spielt auch gewisse Sachen frei, wenn man in der Spielhalle ist. Spielhalle, das ist so Kartenlegen, was du bekommst und so weiter und so fort. Da soll laut Kaktusfalter, der das Spiel auch gespielt hat, wirklich am Rad drehen. Man spielt auch was gewisses, etwas ganz Cooles frei. Willkommen in der Spielhalle. Das ist der richtige Ort für eine unterhaltsame Partie Karten. Wir können bis zu 4 Spieler, die sich in der Nähe befinden, gegeneinander antreten. Natürlich kannst du auch allein gegen Gegner antreten, die das Spiel bereitstellt. Das Spiel wird vorbereitet. Auf ein neues. Mit 2 oder mehr Spielern. Guck mal, das ist zum Beispiel auch sehr gut bedacht. Da kannst du mit einem Controller spielen, da wird das weitergereicht. Und kannst du wirklich hier zur Auswahl der Spielkarten. Und das Tolle ist, du spielst nach der Story gewisse Sachen frei.
Bitte wähle die Spielkarte aus. Und dann kannst du zum Beispiel die Monster-Variante von deinem Dings nehmen. Wähle die Karte für Spieler B aus, damit die anders sind. Ne? Dann so, oh, ey, cool, die will ich. Na, und dann spielst du die Helden aus. Und das ist trotzdem, das ist schön. Das hat eine kleine Replay-Value, wo man auch den Spielhallen-Modus immer spielen kann. Das kann man auch bei Forsaken Maiden, aber ich finde, Forsaken Maiden ist halt der schwächste Teil. Und das hier ist tatsächlich, also ich muss schon sagen, ich bin beruhigt, dass The Voice of Cards, The Beast of Burden wirklich so gut ist, so gut geworden ist. Und ich muss sagen, verdienter 9. Platz in meinen Top 14 Games 2022. Ja, und ich würde sagen, das wär's mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur meine Ranking Stage gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Ich weiß, ich habe viel mehr DNF gecovert hier als Voice of Cards, aber DNF ist nun mal für mich der beste Fighter 2022. Auch wenn es über ein halbes Jahr Radio Silence gab und nichts kam und jetzt wieder was gemacht hat, aber dafür ist das Grundspiel sehr solide. Ich würde auch sagen, 50 Tacken für DNF ist zu teuer. Muss ich persönlich sagen, das müsst ihr selbst wissen, ob ihr das Geld ausgibt, ob ihr dann auch so viel reinsteckt an der Zeit oder sonst wartet auf den Sale, aber definitiv, das ist echt ein guter Fighter, damit hat man Spaß, damit und das System und das ganze grundlegende Kampfsystem mit dem Mana, mit dem Awakening, das macht so viel Spaß. Ja, wie gesagt, sehr zugänglich, aber es steckt auch eine ganze Menge Tiefe drin, was die Combo-Ketten angeht und die Haltung und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn man auf ein rundenbasiertes JRPG mit einem charmanten Design spielen will und einer Story, die doch sehr ernst auch mit dem Tod umgeht und Schicksalsschläge und so weiter und so fort, sehr toller Musikuntermalung, einem tollen Narrator, so ein bisschen wie nennt man das? Tabletop-Feeling haben will, ist Voice of Cards, Beast of Burden sehr zu empfehlen. Ist zurzeit um 30 €, aber das wird bestimmt auch bald im Sale sein, also das könnte ich euch empfehlen. Sonst Isles of Dragons War, da gibt es eine Demo dazu, da kann man schon mal ein bisschen reinschnuppern, wie das Spiel so grob lässig funktioniert, dann wisst ihr auch, wie die restlichen Voice of Cards Spiele funktionieren, nur jedes hat ein bestimmtes Gameplay Kniff, also Forsaken Maiden hat halt diese Team-Kombos, die jetzt, würde ich sagen, das Spiel, ja, also wenn ihr Fans von dem charmanten Design seid, klar, könnt ihr euch Forsaken Maiden geben. Mal gucken, ob es irgendwann ein Paket gibt, wo man diese drei Spiele zusammen kaufen kann. Isle of Dragons War ist natürlich der Start. Der ist sehr Standard. Aber Voice of Cards, ich meine The Beast of Burden, ist halt mit seinem Feature, was Monster, also die Monster sind, die Skills angeht, wirklich toll. Da kann man wirklich individuell tolles Zeug machen. Man kann auch sehr schnell das Spiel breaken mit gewissen Avatar, also mit gewissen Items und so weiter und so fort. Wie ihr seht, seine Kristalle-Management sehr schnell machen. Man hat auch nie das Gefühl, dass das Spiel unfair ist, also in gewissen Stellen, wie bei Forsaken Maiden an der einen Stelle, wo ich sage, bei dem Boss, wo ich sage, ey, nee, ich gehe einfach nach vorne und mache den Boss platt. Das soll nicht sein. Also ich finde, klar, das kann vielleicht ein Skill-Issue sein, aber ich würde sagen, dass es an sich so entspannte Spiele sind an sich. Sollte so ein Skill, der eigentlich nicht... Also die Spiele sind eigentlich generell an sich niemals schwer. Das sind einfache, normale Chill-Out-Spiele. Die Voice of Cards Games, das sind Chill-Out-JRPGs. Ja, da ist wirklich nicht eine große Hürde. Man muss nicht mega hart grinden.
Man kommt da so super durch. Klar, man kann grinden, wenn man will. Den Maximallevel erreicht man auch wirklich, wenn man wirklich grindet, grind. Auf jeden Fall. Ja, das wär's mit meinen Platz 10 und 9. Und ich würde sagen, ich bin die Kay. Das ist Game Stage 5. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Platz 8 und 7 meiner Top Games 2022. Reingehauen.